Okay, Freunde, lass uns anfangen. Wir werden heute in Billy seinem Bett ein Haus bauen. Zum Lucky, oh, ich bin sowas von gespannt. Aber lass uns erstmal ein bisschen was essen. Oh ja, die Burger schmecken sowas von lecker. Und meine Pizza ist auch voll super. Die schmeckt so gut. Sam Lucky, siehst du aber hinter dir auch Billy? Was meinst du, Sam Lucky? Was treibt Billy denn da vorne? Sam Lucky, ich hab alles gehört, was du gesagt hast. Du willst in meinem Haus ein Bett bauen, oh ja. Nein, Billy, andersrum. Ich will in deinem Bett ein Haus bauen. Wie auch immer, ich werde mich jetzt dafür rächen. Hey, Billy, was? Stopp. Das darfst du auf keinen Fall tun. Was hast du vor? Ich werde genau hier vorne TNT platzieren. Oh nein, stopp, Billy, das kannst du nicht tun. Das ist unser Haus. Dafür haben wir so lange gebraucht, das aufzubauen. Oh ja, Sam Lucky, das kannst du nicht tun, Billy. Du kannst doch nicht unser ganzes Haus in die Luft sprengen. Sam Lucky, das ist ein mal 1000 TNT. Das wird alles in die Luft sprengen. Billy, wenn es mal 1000 TNT ist, dann wird es auch dein Haus in die Luft sprengen. Stimmt. Nee, das wird nur dein Haus in die Luft sprengen. Dafür, dass du mich pranken wolltest. Billy, worüber redest du? Das hatte ich auf keinen Fall vor. Das würde ich niemals machen. Maki, denkst du einfach, ich bin dumm, dass ich das nicht gehört habe? Ja, Billy, denke ich wirklich. Ey, okay, jetzt reicht mir. Wenn man auf diese Druckplatte so läuft, bei der Tür, dann wird sich das TNT aktivieren. Billy, mach die Druckplatte dort sofort wieder weg. Ich werde da gleich hinlaufen. Papa, hallo, was ist eigentlich los? Warum streitet ihr euch? Sam, geh da sofort weg. Was meinst du, wo soll ich weggehen? Ich gehe auf jeden Fall nirgendwo hin. Sam, pass auf die Druckplatte auf. Geh da nicht hin, sonst wird alles in die Luft fliegen. Geh dort hin. Ich hab immer Kekse, Sam, willst du die haben? Kekse? Wow, ich liebe Kekse. Ich hab's Druckplatte aktiviert. Oh nein, Leute, rennt schnell weg. Die Druckplatte. Das ganze TNT und... Oh nein, mein Haus. Was ist passiert, Billy? Das ist so witzig. Billy, was hast du getan? Und jetzt wirft Billy doch unsere Familie mit Dirt ab. Billy, du hast mein ganzes Haus zerstört, unsere Familie. Das hat so lange gedauert, um das aufzubauen. Oh ja, wo sollen wir denn jetzt schlafen? Das ist mein Problem. Ich meine, das habt ihr selber zerstört. Billy, das waren wir nicht selber. Du hast das TNT platziert. Billy, du hast das ganze Haus zerstört. Das war dein blöder Sohn. Der hat es kaputt gemacht. Jetzt ist die Druckplatte gelaufen. Ey, Billy, nur weil du ihn mit Keksen angelockt hast. Dafür kann ich doch nichts. Ich hatte einfach zufällig Kekse. Du weißt doch, ich liebe Kekse. Du kannst dich daraus nicht mehr rausreden, Billy. Geh jetzt sofort wieder in dein Haus rein und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Der Lucky, weißt du, das hast du ganz nicht verdient, okay? Weil du wolltest mich pranken. Oh, die Kekse sind so lecker. Und oh, ich hab so Lust, in meinem Haus jetzt schlafen zu gehen. Warte mal, da fällt mir was auf. Ihr habt ja gar keinen Platz zum Schlafen. Oh Mann, das war komplett Billy seine Schuld. Und jetzt macht er sich noch lustig über uns. Oh nein, das werden wir nicht zulassen. Leute, Billy schläft gerade ein. Das ist unser perfekter Zeitpunkt. Und zwar, lass uns gleich in sein Bett reingehen. Aber bevor wir das tun können... Sam Lucky, wie sollen wir bitte in sein Bett reingehen? Oh ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du mich das fragen wirst. Und zwar, schau mal, ich habe in meinem Inventar eine Grappling Hook vorbereitet. Das ist ein Enterhaken. Und damit kann ich jetzt hier runter in meinen geheimen Bunker gehen, den er einfach auch gesprengt hat. Und hier habe ich einen Schrumpftrank vorbereitet, plus ganz viele Enderperlen, womit wir in Billy sein Bett reingehen können. Papa, du hast echt immer die besten Ideen. Super! Sam, wieso bist du jetzt hier reingekommen? Wie willst du wieder hochkommen? Stimmt. Oh, darüber habe ich nicht nachgedacht. Oh, weißt du was? Ich nehme dich einfach in die Hand. So, pass auf, okay? Ich werde dich jetzt wieder nach oben transportieren und wir werden uns ein neues Zuhause bauen, okay? Wir haben keinen Platz mehr zum Schlafen. Das ist schrecklich. So, perfekt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie hoch. Oh, gut. Ich habe es geschafft, Leute. Und jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis es dunkel wird, damit Billy einschläft und dann werden wir in sein Bett reingehen. Zusammen als Familie. Okay, perfekt. Jetzt, wo es dunkel ist, können wir uns in Billy sein Haus reinschleichen und dann einfach den Schrumpftrank benutzen und dort reingehen. Sam Lucky, aber wie soll das denn bitte sehr funktionieren? Papa, ich verstehe das auch nicht. Das klappt doch gar nicht. Wie können wir in sein Bett rein? Wir sind viel zu groß. Oh ja, und dafür muss ich einen Schrumpftrank benutzen. Und Sam, eigentlich bist du gar nicht groß. Du bist voll klein. Was soll das denn? Ich bin richtig riesig. Oh nein, bist du nicht, Leute. Und davon muss jeder einen benutzen. Guck mal, ich gebe euch extra ein. Okay, ich werde das jetzt auf mich werfen. Wobei, nee, ich habe ein bisschen Angst. Ich will das nicht auf mich werfen.
Ja, Papa, was ist, wenn wir nie wieder groß werden? Leute, jetzt könnt ihr euch doch nicht davor knicken. Wir werden das jetzt auf uns werfen. Lasst dafür allen Abo und ein Like da. Kommt schon, Leute, innerhalb der nächsten 3 Sekunden, damit wir richtig winzig werden. Okay, nur dann traue ich mich. Lasst allen Abo und ein Like da auf 3, 2, 1 und 0. Oh ja, Leute, let's go. Und wow, wir werfen den Trank. Boom. Und let's go, es hat funktioniert. Es funktioniert. Oh, es funktioniert wirklich. Semlakine, warte mal, das ist richtig witzig geworden. Warum werden wir nicht klein? Und du schrumpfst ja sogar noch mehr. Hey, was soll das denn jetzt hier werden? Warum werdet ihr nicht klein? Oh Mann, du bist echt klein geworden. Schau dir das mal an. Sam, deine eigene Mutter ist kleiner als du. Papa, ich fühle mich irgendwie so, als ob irgendwas passieren würde mit mir. Ey, Sam, was geht bei dir ab? Sam, du bist groß geworden. Das wollte ich eigentlich nicht bewirken. Semlaki, was hast du gemacht? Unser Sohn ist größer als wir. Oh ja, du bist eine Ameise. Du musst kleiner werden. Jetzt kann ich endlich über euch bestimmen. Ha, jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, ein Kind zu sein. Sam, das war nicht so gedacht. Hey, hör auf, über mich kontrollieren zu wollen. Was mache ich jetzt erst mit dir? Ich werde dir Hausverbot geben. Ich werde dir 10.000 Matheaufgaben aufgeben. Das darfst du auf keinen Fall tun. Hör auf damit. Darauf habe ich keine Lust. Oh Mann, wann bist du endlich wieder klein? Ich werde jetzt richtig groß sein. Oh Mann, Leute, wir haben echt ein dickes Problem. Sam ist auf einmal richtig riesig geworden. Sam, du bist auch klein geworden. Was hast du gerade eben nochmal gesagt? Jetzt kannst du auf keinen Fall mehr bestimmen. Schau mal, jetzt bin ich hier der Größte. Aber Leute, ich muss jetzt auch klein werden. Wann tritt eigentlich der Effekt ein? Leute, ich glaube, ihr habt nicht genügend Likes und Abos dagelassen. Obwohl, doch, es hat funktioniert, Leute. Ich bin jetzt auch ein richtiger Winzling, so wie ihr. Okay, Simlaki, aber wie sollen wir denn bitte in dein Bett reinkommen? Oh Mann, dafür habe ich schon was vorbereitet. Aber als allererstes müssen wir uns da ganz, ganz leise hinschleichen, damit er uns auf keinen Fall bemerken tut. Leute, warte mal, habt ihr ihn da gerade auch gehört? Simlaki, ich glaube, der schläft tief und fest. Hast du es gehört? Der hat doch gerade eben geschnarcht. Papa, ich habe irgendwie Angst, in dein Haus reinzugehen. Da stinkt's immer voll. Oh ja, du hast recht. Aber wirklich den ganzen Tag Pupsi. Lass uns schnell beeilen, aber leise. Wir müssen dahin schleichen. Okay, die Tür ist zum Glück schon mal offen. Und schau mal, da vorne, da schläft Billy. Papa, irgendwie, ich habe keine Lust. Ich bin müde. Ich will schlafen gehen. Hey, Semlaki, du kannst doch nicht schlapp machen. Weißt du was? Ich werde dich einfach tragen, okay? Keine Sorge. So, zack, komm mit. Und ich habe keine Lust, dich zu tragen. Jetzt bist du auf einmal voll schwer, weil du jetzt genauso groß bist wie ich. Leute, guck mal, schleicht euch so nach vorne, wie ich es tue. Oh Mann, stimmt. Semlaki, nee, alles gut. Ich werde auf jeden Fall nach vorne kommen. Der wird mich auf keinen Fall bemerken. Papa, ich muss ganz laut niesen. Hey, nein, Semsem, hör auf damit. Hey, Semsem, es ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt, um laut zu sein und zu niesen. Ja, wir müssen uns ganz langsam zu Billy seinem Bett schleichen. Und schaut mal, ich gebe euch allen hier eine Enderperle. Und damit könnt ihr euch dann in sein Bett rein teleportieren. Pupsi. Leute, worüber träumt Billy? Oh, mein Morgenbett ist mein eigenes Pupessen. Jetzt werde ich Semlaki anpupsen. Oh ja, und den zwingen, meinen Pups zu essen. Leute, träumt der gerade, was der morgen tun wird? Ey, das ist ja ekelhaft. Was hat der vor? Papa, ich glaube, der will, dass du sein Pupsi isst. Das schmeckt doch eigentlich voll gut, oder nicht? Alter, willst du meinen Pupsi essen? Oh nein, das schmeckt gar nicht gut, Sam. Tu das auf keinen Fall, okay? Das ist schrecklich. Oh Mann, Leute, wisst ihr was? Wir werden uns jetzt rein teleportieren, okay? Ihr müsst einfach nur die Enderperle nehmen und in das Bett reinwerfen. Und dann werden wir dort ein Haus bauen und uns an ihm rächen. Okay, Semlaki, komm schon auf 3, 2, 1 und 0. Let's go, wow! Und wow, Leute, ich glaube, jetzt sind wir einfach in Billy seinem Bett drin. Wir haben es geschafft, Leute! Semlaki, oh ja, aber lass uns sofort anfangen, hier richtig wichtige Sachen reinzubauen, wie zum Beispiel eine Küche, damit wir Essen haben. Papa, ich will ganz viele Donuts essen. Oh nein, das ist auf keinen Fall. Und warte mal, Leute, habt ihr das auch hier vorne schon gesehen? Was ist das bitte sehr? Semlaki, was meinst du? Papa, ist das nicht die, auf die du Crush hast? Hey, sag sowas doch nicht, Sam. Da vorne ist doch unsere Mutter. Warte mal, was soll das hier? Nein, hat einfach... Billy hat Nelly Foto in seinem Bett versteckt? Kann es sein, dass Billy Crush auf Nelly hat? Ich liebe Nelly. Der redet sogar im Schlaf über sie. Er hat ein Foto von Nelly in seinem Bett, oder was? Ich glaube, es ist ein Glücksbringer, damit er immer schöne Träume hat oder so. Semlaki, irgendwie ist das echt ein bisschen weird, was er hier gemacht hat.
Papa, ich finde die voll schön. Darf ich die heiraten? Sam, du bist ein bisschen zu jung für Nelly. Oh Mann, was machst du da? Weißt du was? Ich glaube, wir müssen für dich ein Kinderzimmer bauen. Ich will einen richtig fetten Computer oder so einen richtig guten Tisch haben. Okay, Sam, weißt du was? Ich fange an, das Schlafzimmer zu bauen. Und Sam Lakine, du kannst schon mal die Küche bauen. Und gleich werden wir Billy komplett pranken, okay? In seinem eigenen Bett. Das werden wir auch noch machen. Okay, Leute, wir fangen an, das Kinderzimmer zu bauen. Beziehungsweise mein Zimmer und das von meiner Frau natürlich. Und was machst du da, Baby? Warte mal, ich bin nicht ein Baby, ich bin schon, warte, wie alt bin ich? Du weißt nicht mal, wie alt du bist noch ein Baby, geh da vorne hin. Hör auf, hier ganz viele Burger zu platzieren. Ich mag Burger Pommes. Oh Mann, nicht so laut, sonst wird noch Billy aufwachen und bemerkt uns hier, okay? Gleich werden wir pranken, aber davor müssen wir hier erstmal ein Haus bauen. Mach die ganzen Burger hier weg, okay? Wir müssen ein vernünftiges Zimmer hier bauen. Und pass mal auf, dass du hier das Bett nicht kaputt machst. Oder sollen wir einfach mal ein Fenster in sein Bett reinbauen? Okay, das machen wir jetzt. Das wird so witzig, Leute. Wir geben hier mal Glas ein. Aber Leute, wir benutzen kein normales Glas, sondern wir werden einfach... Obwohl, ich habe noch eine bessere Idee. Wir benutzen einfach One-Way-Glas. Damit können wir nur durch das Glas schauen, aber er nicht, Freunde. Das wird sowas von cool. Guck mal, das können wir so machen. Zack, platzieren wir hier das Glas und dann machen wir es hier auf den anderen Seiten auch noch. Und schaut mal, Leute, jetzt können wir nur da durchschauen. Warte mal, ich muss hier von der Seite mal das eben kurz machen. So, perfekt. Guck mal, Leute. Das heißt, wir können nur durchgucken, aber er kann nicht in unser Haus reingucken. Und somit haben wir hier mal ein kleines Spionagefenster, wo wir alles beobachten können, was er dort treibt. Sam, was machst du dort? Ich mag Tiger, ich will bis mit denen spielen. Okay, soll ich wie mal... Du spielst auf keinen Fall mit Tigern. Was ist denn falsch mit dir? Du brauchst eine normale Katze. Es sind aber auch Katzen, ich mag Katzen. Das ist aber eine Raubkatze. Mit der willst du auf keinen Fall spielen. Das ist blöd. Okay, wir können gleich für dich einen Zoo bauen, aber davor müssen wir jetzt echt wirklich mal das Schlafzimmer bauen. Und schau mal, wie schön wir das machen werden. Obwohl, warum platziere ich hier die ganzen Regale? Das ist eigentlich voll blöd. Wir brauchen als allererstes hier ein Bett, Freunde. Und zwar schnappen wir uns natürlich ein rotes Bett und wir schnappen uns mal noch ein pinkes Bett, beziehungsweise wir brauchen eigentlich ein lilanes Bett für Nelly. Und zwar, wenn die mal auch bei uns schlafen will oder bei uns übernachten will in Billy seinem Bett, dann kann die mal vorbeikommen. Und deswegen platziere ich gleich auch ein Zimmer für die. Und jetzt platzieren wir hier zwei Betten für mich und meine Frau. Und hier kommt das Bett für unseren Sohn hin. Obwohl, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Wir werden hier das Bett von meinem Sohnemann einfach, wir müssen das sichern, okay? Weil ich weiß, mein Sohnemann ist ein bisschen komisch, okay? Der braucht hier eine Kindersicherung. Und deswegen will ich einfach eingesperrt sein in seinem Bett. Das habe ich ganz genau gesehen. Das ist nicht toll, was du machst. Oh doch, weißt du was? Du gehst da jetzt rein, oder kommst du auch nicht mehr raus. Hey, ich will hier raus. Obwohl, oh, ich bin echt müde geworden. Sam Lucky, schau mal, was ich in der Zeit schon alles gebaut habe. Wow, du hast ja eine richtig fette Küche gemacht. Okay, du hast echt viel gebaut. Sam Lucky, wie warst du bitte sehr so schnell? Hier sieht es ja echt schön aus. Sind wirklich alles rot, denn ihr wisst ganz genau, Freunde. Rot ist die beste Farbe. Aber ich hab genügend geschlafen. Will ich hier wieder raus? Du hast nicht mehr eine Sekunde geschlafen. Doch, ich habe genau, ich glaube, ich habe 10 Tage oder so geschlafen. Oh Mann, du bist echt los, Sam. Okay, egal. So, was machen wir jetzt, Freunde? Als nächstes brauchen wir noch ein paar Bücher, müssen wir platzieren, damit Leute wie immer viel lesen, weil wir dürfen natürlich nicht blöd werden. Das wollen wir nicht. Und warte mal, ich muss das Bett hier woanders platzieren. Du darfst hier einmal kurz raus, denn wir müssen hier die Bücher platzieren. Und jetzt kommt hier rechts neben noch so eine kleine Lampe hin. Das ist so eine kleine Nachtlampe. Und hier ist einfach sogar so ein Spiegel. Aber ich würde sagen, den machen wir weg. Wir platzieren wir da was Besseres. Und zwar einfach Plüschtiere. Und hier platzieren wir einfach so eine rote Pilzkuh. Die sieht ultra süß aus. Papa, aber nicht so süß wie Nelly. Sam, warum hast du einen Crush auf Nelly? Gefühlt jeder hat einen Crush auf Nelly. Selbst Billy, Sam. Irgendwie manchmal denke ich, du bist wie ich der Sohn von Billy und nicht von mir. Was meinst du damit? Das ist nicht cool, was du gesagt hast. Oh Mann, das war nur Spaß, weil du ein bisschen so lost bist. Egal, Leute, wir platzieren hier oben noch ein zweiteres Büchchen. Das ist so ein rotes Schaf. Das sieht auch ultra cool aus. Und wir nehmen uns noch so einen roten Papagei. Und jetzt, Sam, wenn du irgendwann mal in die Schule gehst und es schaffst, dann brauchst du auch ganz, ganz wichtig natürlich einen Rucksack. Und den platzieren wir hier auch auf dem Regal für dich. Warte mal, platzieren wir genau dort oben. Papa, wie soll ich da denn hinkommen? Keine Ahnung, wie da hin. Ey, warum sind hier eigentlich so viele Schnecken? Die hab ich alle in meiner Hose versteckt gehabt. Die Schnecke ist größer als du. Pass auf, dass die nicht auf ist. Die sind voll cool. Ich reite immer auf Schnecken. Oh Mann, du bist echt komisch. Und wow, hier in deiner Küche, du hast ja auch wieder voll... Oh, hier gibt es sogar Eis. Du hast einen richtig coolen Fortschritt wieder gemacht. Das sieht ultra nice aus. Aber ich glaube, langsam ist es Zeit, Billy so richtig hochzunehmen. Denn wir haben jetzt schon ein bisschen zu viel gebaut, Leute. Jetzt wird es Zeit, Billy zu pranken. Davor werde ich hier noch einen Teppich platzieren, damit es hier auch schön gemütlich ist. Papa, ich will einen Gaming-Tisch haben.
Okay, warte mal, das können wir für dich gerne erledigen. Und zwar habe ich hier alles auch vorbereitet. Du kriegst sogar eine Nintendo Switch, okay? Hast du gehört? Du bist der beste Papa. Oh ja, ich weiß. Okay, wir platzieren jetzt hier vorne den Tisch. Und dann kommt da vorne so ein PC hin. Zack, perfekt, Leute. Das sieht super aus. Hier links können wir sogar noch den PC auf den Tisch platzieren. Jetzt brauchen wir hier nur noch einen Mülleimer. Ja, ist auch immer ganz wichtig. Da kannst du die ganzen Schnecken mal eben reinschmeißen. Schnecke gehen, Mülleimer, die brauche ich eh nicht. Lass mal die Schnecken in Ruhe, auf damit. So, perfekt, wir haben den PC platziert. Jetzt brauchen wir hier nur noch einen Tisch. Und ich würde sagen, wir machen daneben sogar noch so eine Nintendo Switch. Die werden wir jetzt hier vorne platzieren, Freunde. Und damit haben wir eigentlich schon unser Gaming-Zimmer fertig gebaut. Sieht das nicht toll aus? Ich finde es nicht toll. Ey, hör auf, so undankbar zu sein. Ich will lieber einen fetten Monitor. Okay, der ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für dich. Egal, weißt du was, wenn du ihn magst, dann kannst du ihn auch gerne behalten. Und Leute, damit haben wir schon fast alles fertig gebaut. Und jetzt würde ich sagen, ist es Zeit, Billy zu nerven. Und ich würde sagen, das machen wir einfach, indem wir Billy aufwecken. Billy, hallo, kannst du mich hören? Hey, Simlucky, nicht so laut. Sonst weißt du auch, dass wir hier drin sind. Oh doch, Sam, du kannst jetzt so laut sein, wie du nur willst. Okay, mach ich. Und hey, Billy, du musst uns hören. Hallo, aufwachen, Billy. Keine Zeit zum Schlafen. Aufwachen. Ich mach ein bisschen Breakdance. Wiu. Oh Mann, Sam rastet komplett aus. Wow, die Küche sieht schon richtig toll aus. Ich glaube, Billy sollte uns eigentlich hören und gleich aufwachen. Leute, was höre ich da die ganze Zeit? Billy, aufwachen. Was ist denn? Oh Mann, das nervt. Wer ist das? Spiele ich mir so dem Lucky deine Stimme ein? Lucky ist ja nirgendwo. Was ist das denn bitte denn nur, was ich gerade da höre? Billy, steh auf! Weil das war doch dem Lucky dein Sohn, Mann. Ey, stopp. Das kommt irgendwie von dieser Grieche. Leute, was ist das da unten? Seht ihr das auch? Das ist nicht. Ist das eine Tür in meinem... Oh nein, das ist eine Tür in meinem Bett. Ich weiß, was sie gemacht haben. Sie haben mir einfach ein Haus gebaut. Okay, ich werde sie auf jeden Fall da irgendwie... Wie kriege ich das da raus? Hey Leute, was soll das? Kommt da sofort wieder raus. Oh nein, Billy, wir werden jetzt die ganze Zeit in deinem Bett bleiben. Das hast du davon, dass du unser Haus zerstört hast. Leute, das ist nicht fair, okay? Ich will schlafen. Oh nein, das kannst du vergessen, Billy. Wir werden dich die ganze Zeit aufwecken. Was habt ihr... Oh Mann, ich werde euch das nur rauskriegen. Keine Sorge. Wie mache ich das? Oh Mann, wenn die nur wissen, ich habe nicht nur Kekse in meinem Kühlschrank. Ich muss wieder meinen Dirt-Vorrat auffüllen, auf jeden Fall. Aber ich brauche noch Lava und ganz viel Silber für den Fall der Fälle. Schaut mal, die weiß ich ja überall platzieren und damit die Lava hier auf keinen Fall rausläuft auf mein hier mein Haus. Ich weiß das ganze, ich will mein Bett anzünden. Diese Leute, die werden jetzt brennen. Haha. Hallo, Semlakine, merkst du es auch? Warum wird sie auf einmal so heiß? Ja, hab ich auch schon bemerkt. Ich komm da jeden Moment raus. Jetzt muss ich einfach nur noch warten, bis sie rauskommen. Ich sag doch, Leute, Billy ist so klug. Ich bin so alt. Ich bin Eis. Ich bin ein Pups. Oh ja, nicht Eis, sondern ein Pups. Oh Mann, Leute, es wird richtig heiß hier in seinem Haus. Papa, was machen wir jetzt? Ich will nicht zum Steak werden. Oh nein, Sam, keine Sorge, das wirst du auf keinen Fall. Wir müssen das ganze Feuer entfernen. Oh nein, Semlakine, das bringt uns gar nicht, denn das Haus wird die ganze Zeit anbrennen. Auch wenn wir es ausmachen, das Feuer wird immer wieder kommen. Ich habe eine bessere Idee. Wir müssen versuchen, das Bett von innen ganz nass zu machen und richtig kalt zu machen, damit hier auf keinen Fall ein Feuer entfachen kann. Simlucky, das ist eine richtig gute Idee. Oh ja, und dafür, Leute, schnappt euch mal eben das ganze Eis, was ich hier vorbereitet habe und gönnt euch diese Wassereimer. Und damit werden wir jetzt das ganze Haus einfach zu einem Eishaus machen, okay? Das platzieren wir jetzt hier überall. Okay, perfekt, Simlucky. Du bist unsere Lösung, du bist unsere Rettung. Danke. Oh ja, keine Sorge. Perfekt, macht ihr einfach überall das Wasser hin und dann kann Billy das Haus gar nicht mehr anzünden. Schaut mal, nur noch da vorne ist Feuer und das machen wir ganz schnell weg mit dem Eis. Oh ja, Leute. Und wisst ihr was? Für den Fall der Fälle können wir jetzt sogar uns einfach eine... Ich habe eine Idee. Wir schaffen uns einfach eine Eisrüstung, damit uns das gar nicht heiß ist. Sonst können wir mit der Temperatur hier gar nicht klarkommen. Leute, kommt mal zu mir. Hier, Sam, gönn du dir hier die Eisrüstung. Danke, Papa. Ich zieh mir die sofort an. Und Semlakine, gönn du dir auch mal die Eisrüstung. Dann ist es uns hier gar nicht mal heiß. Dann ist es hier komplett normal und voll angenehm. Und damit können wir auf jeden Fall überleben. Leute, wann kommt er endlich raus? Das muss ja richtig heiß sein.
Billy, warte mal, du denkst, wir werden aus unserem Bett, aus unserem Haus rauskommen? Nee, das werden wir auf keinen Fall tun. Ich soll aus meinem Bett rausgehen. Das gehört einfach auf. Warte mal, ich hab doch alles angezogen. Ich muss voll heiß sein. Oh nein, Billy, wir haben hier mit alles mit Eis, alles mit Eis vollgepackt. Haha. Warte, was? Ey, das ist nicht cool. Warum macht ihr das? Wir müssen irgendeine andere Lösung finden, euch hier rauszukriegen. Oh Mann, ich frag mich echt, was Billy jetzt einfallen wird. Wir haben ihn einfach komplett hops genommen. Papa, ich wollte schon immer mein eigener DJ werden. Oh, Sam, da fällt mir was ein. Wie wär's, wenn wir jetzt richtig laut Musik hier machen? Ey, Leute, nein, stopp, hört auf damit. Ich kann ja nicht mehr schlafen. Oh nein, Billy, damit werden wir auf keinen Fall aufhören. Oh, Simlakine, du hast hier sofort alles vorbereitet. Oh ja, wir werden jetzt unseren eigenen DJ. Schau mal, ich setze hier ganz viele Blöcke. Okay, und jetzt müssen wir nur noch eine Redstone-Leitung eigentlich erschaffen. Und dann wird sie gleich richtig... Oh, Junge, du platzierst hier einfach richtig dicke Lautsprecher. Warte mal, wir könnten uns theoretisch diese Lautsprecher hier nehmen, Sam, und die oben platzieren, damit das noch viel, viel lauter ist, diese ganzen Musikblöcke. Und jetzt platzieren wir ganz viele... Leute, wenn ihr das macht, wird das Ganze alles in die Luft sprengen. Billy, das kannst du gar nicht, denn dein, hast du ganz vergessen, dass dein Bett auch in deinem Haus ist? Warte mal, stimmt, wenn ich euch in das Bett in die Luft springe, springt auch das Haus in die Luft und einfach tweeten jetzt. Oh ja, Billy, du hast keine Möglichkeit, uns hier rauszuholen. Nicht, weil es mit Lava funktioniert ist. Und Leute, wartet mal. So, jetzt sollte das auf jeden Fall passen. Und, Freunde, was habt ihr denn dort getan? Die Musikblöcke werden nicht mal aktiviert. Ihr müsst es anders machen. Nämlich, schau mal, ich zeig euch, wie das geht. Wir platzieren jetzt hier ganz, ganz viele von diesen Redstone-Verstärkern. Oh ja, Simlakine, du machst das auf jeden Fall richtig. Und hier werden wir die jetzt auch überall platzieren. Perfekt, Leute. Und damit werden die gleich alle aktiviert. Und wir werden Billy hier aus seinem Haus rausjagen. Oh Mann, ey, das ist schon mal sowas von krass. Schaut euch das mal an. Yo, die machen richtig laute Sounds, Leute. Ey, fühlt ihr diese Musik auch? Ups, Leute, es geht richtig ab. Leute, ich will schlafen. Es ist 1 Uhr nachts. Oh, ich will pennen. Oh nein. Es geht komplett ab, Leute. Schaut euch das mal an, wie oft. Ey, Sam, du hast die Leitung kaputt gemacht. Oh, Simlakine, du warst das. Papa, schau mal, ich hab Breakdance. Wow, ist hier cool hier. Oh ja, lass uns noch richtig springen, damit Billy sich komplett aufregt. Leute, ich reite. Wisst ihr was? Ich will euer Haus wieder aufbauen. Bitte gehen raus aus meinem Bett. Das war so cool. Oh ja, warte mal, Billy. Willst du unser Haus wieder aufbauen? Hast du gerade aufgegeben? Oh ja, bitte, ich halte es nicht mehr aus. Okay, Leute, ich würde sagen, Billy hat aufgegeben. Falls ihr mehr zusammen sehen wollt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt gehen wir hier raus aus seinem Bett, Leute, würde ich sagen. Er hat aufgegeben. Okay, ciao, ciao, Leute. Das war's in diesem Video. Tschüss.